Hallo da draußen, das ist wieder der Flex von Strong and Flex TV und heute geht es wieder um Flexibilität. Ich möchte euch heute nochmal eine Möglichkeit der Rückbeuge gewissermaßen anbieten. Ist auch nachgefragt worden, im Sektor Brücke lernen. Und diese Form der Rückbeuge ist aus der Bauchlage heraus und man kann das schön sachte aufbauen, sodass die Bandscheiben nicht gequetscht werden. Das ist immer so eine Sache, wenn man an dieses Thema Rückbeuge herangeht, dass das Ganze auch gesund abläuft. Und das wollen wir ja. Und deshalb zeige ich euch jetzt gewissermaßen ist es die Cobra aus dem Yoga, aber es ist ein methodischer Aufbau der Cobra, so würde ich es mal nennen. Also wir sehen uns gleich da unten wieder. So. Also, wie läuft die ganze Sache ab? Du begibst dich bitte zunächst mal in Bauchlage und wenn du ein Mann bist, willst du wahrscheinlich Sorge tragen, dass du gut liegst, ja? Und auch grundsätzlich sollten die Leisten Richtung Boden gut geöffnet sein. Du kannst also ein bisschen rechts, links dich hin und her bewegen, dass die Position passt. Hier hinten bist du dann mit den Zehenspitzen in Kontakt mit dem Boden. Die Rückbeuge soll aus der Brustwirbelsäule übrigens heraus passieren. Dann werden die Unterarme platziert. Der Ellbogen ist etwas vor der Schulter. Die Handflächen sitzen auf. Und jetzt ist das erste Mal, dass du dich aus der Schulter heraus schiebst, nach oben die Schulterblätter nach hinten unten rollst. Das ist mal Schritt 1. Das Ganze immer mit einem tiefen und regelmäßigen Atem verbunden. Dann Schritt 2 ist, dass du ziehst dich mit den Fingern, mit den Händen, mit dem Unterarm jetzt nach vorne, dann kriegen deine Bandscheiben etwas mehr Luft, ja, und die Schulterblätter nach hinten unten und dann nimmst du den Kopf in den Nacken. Und versuchst diese Position nach und nach zu intensivieren. Vielleicht reicht dir das schon. Vielleicht zieht es bei dir schon da ohne Ende, weil Rückbeuge für dich erstmal ganz neu und eine große Herausforderung ist. Wenn nicht und du das kannst, kannst du noch als nächstes jetzt die Arme strecken. Schulterblätter nach hinten, unten und auch hier dich mit den Armen nach vorne ziehen. Und den Kopf immer weiter Nacken nehmen. Wie gesagt, mit den Fingern nach vorne ziehen. Danach empfiehlt es sich, sachte aus der Position rauszugehen und als Ausgleich diese nette Position einzunehmen. Atemzüge nehmen, tief und regelmäßig atmen. So, that's it. Ein methodischer Aufbau der Cobra, eine gute Art und Weise, die Wirbelsäule nach hinten zu mobilisieren. Für alle auch gut, die Probleme mit der Körperhaltung haben, die einen Rundrücken haben und die einfach mobiler in der Wirbelsäule werden wollen. Und eben vielleicht auch die Brücke lernen. Dafür ist diese Übung sehr gut geeignet als Vorübung. In diesem Sinne, bitte abonnieren, das Video liken, wenn es dir gefallen hat. Und hier gerne noch eines unserer letzten Videos anschauen und natürlich auch gerne noch viele mehr. Denn dann sehen wir uns ganz bald regelmäßig wieder.